Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem wunderschönen Saal. Zunächst ist kein April-Scherz, wenn entgegen der Ankündigung in der Berliner Zeitung vom Freitag ein zweiter Redner, nämlich ich, auf Sie einreden will. Das ist eine Helmholtz-Humboldt-Vorlesung und ich bin also Humboldtianer, wie Sie gehört haben. Sie müssen sich also mit mir abfinden, meine Damen und Herren, genauso wie Sie sich mit den Zeitgenossen da auf dieser Folie abfinden müssen, die unsere Stadt bevölkern. Das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten, meine Damen und Herren, kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so weit hergeholt, denn momentan beobachten wir ähnliche Phänomene in unserer Stadt, nur mit anderen Akteuren. Tiere in der Stadt, dem urbanen Raum, den wir als Menschen sozusagen als unser ureigenstes Eigentum reklamieren. Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Geschätzte 30.000 Tier- und Pflanzenarten leben in Berlin und teilen diesen Lebensraum mit uns. Ich muss dazu sagen, nur ein Drittel davon ist amtlich registriert. Die anderen kennen wir noch gar nicht. Tiere, mit denen ich mich heute ausschließlich beschäftigen will, darunter verstehe ich nicht nur die großen, auffälligen, über die wir uns freuen oder ärgern, sondern auch die kleinen, unscheinbaren, die sich hinter unserer Küchentapete vom Kleister ernähren oder von den Kuchenkrümeln auf der Auslegeware. Das wirft eine Reihe von Fragen auf, meine Damen und Herren, zum Beispiel wie diese. Wenn wir in die Landschaft eingreifen, wie viel Platz lassen wir den Tieren noch? Wer sind eigentlich unsere Mitbewohner in den Städten? Woher kommen sie? Wie können sie hier überhaupt leben? Und warum bleiben sie hier? Bleiben sie uns für immer erhalten? Und wenn ja, wie gehen wir dann mit ihnen um? Wir leben nicht mehr in einer Natur, sondern in einer Kulturlandschaft, meine Damen und Herren. Wir bauen Offshore-Windräder an die Nordseeküste. Wir richten auf dem höchsten Berg Deutschlands eine gläserne Aussichtsplattform. Wir sind überall. Wilde, richtig wilde Natur in ihrer wildesten Form sind nicht genutzte naturnahe Flächen in unserem Land mit einem Anteil von 0,5%. Weitere 10% etwa sind naturnahe, gegenwärtig nicht genutzte Landschaften, vor allen Dingen in den Forsten und auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Über die Hälfte der Fläche Deutschlands wird von der Landwirtschaft beansprucht, ein Drittel durch die Forsten. Inzwischen sind es 13,4% der Landesfläche, die von Städten und Verkehrswegen bedeckt sind und ich muss sagen, mit wachsender Tendenz. Das beste Beispiel dafür ist Berlin, das sich von einem märkischen Dorf zu einer großstädtischen Ballungsregion verwandelt hat. Ein Vergleich der Stadtsilhouetten von 1620 und heute zeigt Ihnen das in etwa. Im Mittelalter war Berlin mal gerade 43 Hektar groß. Dazu kamen 27 Hektar Neukölln. Das ganze Gebilde hatte auf einer Fläche von nicht mal 1000 mal 1000 Metern Platz. Dann ist Berlin gewachsen, Sie sehen das, explosionsartig, vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg und nimmt heute 89.000 Hektar ein. Das heißt, es hat sich um das 1200-fache vergrößert. Wenn Tiere, ach so, schauen wir uns das hier unten noch an. 70% der Fläche Berlins sind bebaut, aber wir haben immerhin 18% Wälder, ein bisschen Wasser und auch noch 4% Landwirtschaft in Berlin. Wenn wir Landschaften nun derartig verändern, meine Damen und Herren, und beanspruchen, dann reichen Tieren, die auch in dieser Landschaft leben wollen, diese kläglichen Reste naturnaher Landschaften einfach nicht aus. Bei Strafe ihrer Existenz müssen sie den Lebensraum mit uns teilen
und unter gegebenen Umständen sich uns anpassen, um zu überleben. Und wir werden sehen, sie tun das auch. Die einen besser, die anderen schlechter und die anderen können es nicht. Lange Zeit interessierte man sich überhaupt nicht für die Tierwelt in den Städten. Man hielt sie für, naja, irgend sowas, nichtsnutziges, eine Billigvariante der richtigen Natur. Das hat sich aber geändert, und zwar spätestens, als die Urbanisierung im europäischen Raum fortschritt und die ersten sozialen und ökologischen Probleme deutlicher wurden. Und die ersten Untersuchungen, ich zeige Ihnen hier eine Folie, die Untersuchungen aus England vorstellt, zeigten eine erstaunliche Vielfalt von Tieren in diesen Städten. Sie sehen eine Untersuchung aus den 1970er Jahren. Hier wird die Anzahl von Arten in unterschiedlichen Tiergruppen in ganz Großbritannien dargestellt. Gegenübergestellt wird die Anzahl von Arten, die allein in London leben. Und Sie sehen, obwohl London nur ein kleiner Klecks auf der Landkarte des großen Britanniens ist, sind in einigen Fällen mehr als die Hälfte, in anderen Fällen mehr als drei Viertel aller Arten, die in England vorkommen, auch in dieser Hauptstadt zu finden. Die Tierwelt einer solchen Großstadt ist also außerordentlich vielfältig. Aber, meine Damen und Herren, diese Tiere verteilen sich natürlich nicht gleichmäßig über die ganze Stadt. Auch hier wieder Untersuchungen von unseren englischen Kollegen, zum Beispiel an der Käferfauna Londons. Und Sie sehen hier, dass in Abhängigkeit von der Entfernung zum Stadtzentrum, St. Paul's Cathedral, die Anzahl der Käferarten zunimmt. Dieses Phänomen finden Sie nicht nur bei Käfern, das finden Sie prinzipiell bei Tieren und Pflanzen, und es wird urbaner Gradient genannt. Ähnliche Untersuchungen von Herrn Reichholf in München zeigen, dass auch hier die Anzahl von Vögeln und von Schmetterlingen in der Stadt sich ähnlich verhält. Die geringste Artenzahl haben Sie im Zentrum, das steigt bis in die Randgebiete hinein, die durch Villenviertel, Kleingärten und Gärten charakterisiert sind und erreicht dort immense Werte. Danach, in der Agrarlandschaft, die durch monotone Ackerbaukulturen gekennzeichnet ist, fällt die Artenvielfalt wieder auf ein Minimum ab. Die Artenvielfalt in der Stadt ist unter dem Strich gesehen damit ähnlich hoch wie die Artenvielfalt in einem naturnahen Lebensraum, zum Beispiel einem Auwald. Nun könnte natürlich ein kluger Politiker daherkommen und sagen, wenn die Diversität in den Städten so hoch ist, dann pflastern wir doch das ganze Land mit Städten zu, um divers zu sein. Das geht natürlich nicht, meine Damen und Herren. Das wird auch jeder Politiker einsehen. Stellen wir uns die Frage, warum können Tiere denn nun eigentlich in der Stadt leben? Nun, meine Damen und Herren, jeder von Ihnen könnte zum Beispiel seinen Lebensabend auf Hawaii, in Dubai oder auf den Malediven verbringen. Vorausgesetzt, er verträgt die Hitze dort. Und er hat genügend Kleingeld, um dort zu leben. Genauso geht es den Tieren. Tieren können prinzipiell überall leben, wenn a. ihre Umweltansprüche hinsichtlich der Umweltbedingungen erfüllt werden und b. hinreichend Ressourcen vorhanden sind, damit sie überleben können. Umweltbedingungen, das sind zum Beispiel Temperatur, Feuchte oder andere physikochemische Parameter der Umwelt. Und Sie sehen hier diese Abbildung. Tiere können, wenn sie die Wahl haben oder werden, wenn sie die Wahl haben, einen Ort aufsuchen, wo sie sich wohlfühlen. Das ist das Präferendum oder der Präferenzbereich. Dieses Präferendum oder der Präferenzbereich fällt
mit einem Optimum der Funktion ihrer Lebensfunktionen zusammen. Dort funktionieren sie auch physiologisch am besten. Sie können natürlich auch in Bereichen und an Orten leben, die weniger optimal sind. Sie können dort zwar nicht so gut leben, aber immerhin noch überleben, bis sie an gewisse Grenzen stoßen, wie zum Beispiel hier, wo es vielleicht zu kalt und zu feucht oder hier auf der anderen Seite zu heiß und zu trocken ist. Dort können sie nicht existieren. Dazwischen liegt aber ein sogenannter Toleranzbereich, in dem diese Tiere leben können. Und umso breiter dieser Toleranzbereich ist und umso breiter dieser Optimalbereich ist, wo sie wunderbar funktionieren, umso anpassungsfähiger sind die Tiere und können dann eben auch viele Orte zum Leben nutzen, eben auch unsere Städte. Das andere Problem, meine Damen und Herren, sind die Ressourcen. Unter Ressourcen verstehen wir Dinge wie Nahrung, Nistmaterial, Nistplätze. Die braucht man. Wenn sie nicht da sind, kann man nicht leben. Aber auch hier gibt es einen Ausweg. Tiere können lernen, neue Dinge, andere Dinge in ihren Lebensrhythmus einzubauen und damit auch ihre Handlungsfähigkeit zu erweitern. Diese Abbildung zeigt Ihnen die relativen Gehirnmassen von Vögeln, die im Zentrum einer Großstadt leben und die außerhalb der Großstadt leben. Und Sie sehen, das relative Hirngewicht von Vögeln, die in den Zentren der Großstädte leben, ist relativ hoch. Viel Hirn, viel Grips, Intelligenz. Diese Tiere können also durch ihre Lernfähigkeit, ihre Anpassungsfähigkeit erweitern und die Stadt natürlich dann auch als Lebensraum erschließen. Zwei Beispiele. Schauen wir uns hier den gemeinen Hausbock an. Kennen Sie alle, er wohnt in unseren Wäldern. Er frisst Holz, und zwar totes Holz. Das muss eine bestimmte Restfeuchte aufweisen, dann frisst er es. Totholz ist in unseren Wäldern selten geworden, aber auf unseren Baumärkten und in den Dachstühlen Ihrer Einfamilienhäuser finden Sie massenweise wunderschönes vorgetrocknetes Holz. Das frisst dieser Käfer und es ist ihm völlig egal, wo er dieses Holz findet. Hauptsache, es ist Holz mit einer bestimmten Restfeuchte. Das andere Beispiel ist der Turmfalke. Der Turmfalke ist ein Mäusejäger. Er frisst hauptsächlich Feldmäuse. Der Turmfalke lebt aber auch in der Stadt. Nun hatte ich Ihnen gesagt, hier gibt es kaum Felder und dementsprechend auch kaum Feldmäuse. Also haben sich die Turmfalken in der Stadt eine neue Nahrungsquelle erschlossen, nicht nur ausschließlich Mäuse, sondern sie steigen immer stärker auf Vögel um, zum Beispiel Spatzen. Davon gibt es hinreichend in der Stadt. Diese Spatzen können sie aber nur erbeuten, indem sie neue Jagdstrategien erlernen und ausführen. Also wieder Lernen erschließt neue Ressourcen. Und jetzt will ich Ihnen noch ein ganz besonders helles Köpfchen zeigen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es funktioniert. Eine Diplomandin von mir hat dieses Video von einer Bürgerin aus Berlin-Lichtenberg bekommen. Wir haben in Lichtenberg Untersuchungen zur Eichhörnchenbesiedlung der Stadt durchgeführt. Lichtenberg ist wie sicher auch viele andere Stadtbezirke in Berlin flächendeckend von Eichhörnchen bewohnt. Die Dichte schwankt um etwa 1,4 Eichhörnchen pro Quadratkilometer. Das ist höher als in vielen Wäldern, wo die Dichte etwa 0,5 bis 1,5 beträgt. Sie sehen, dieses Eichhörnchen hat irgendwie mitbekommen, gerochen, dass in dieser Keksdose Nüsse sind. Nun versucht es durch ein Verhalten, wir nennen das Versuch und Irrtum, an diese Nüsse zu kommen. Es setzt letztendlich einen angeborenen Biss ein, um Nüsse zu knacken, um diese Schachtel zu öffnen und hat diese Nuss erbeutet. Das Phänomen wird auch als Lernen am Erfolg bezeichnet. Es wird künftig wohl jede Blechdose, die blau aussieht und nach Nüssen riecht, auf diese Art und Weise öffnen.
Schauen wir uns die Tiere in der Stadt an, meine Damen und Herren. Ich habe mal versucht, so eine Klassifizierung zu machen, die zugegebenermaßen in etwa oder ein bisschen vermenschlicht ist. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Wir haben also hier bei uns in der Stadt unter den Tieren sogenannte Alteingesessene. Das sind die, die übrig geblieben sind von den Feldern und Wäldern, die einst das Dörfchen Berlin und Köln umgaben. Sie finden als Ersatz für Felder, Gärten und Grünflächen, die sie mit einer gewissen Toleranz als Lebensraum akzeptieren. Und als Ersatz für Wälder finden diese toleranten Tiere, wie die Gelbhalsmaus zum Beispiel, Hecken, Gebüsche, Parks und Friedhöfe. Dann haben wir noch die sogenannten Untermieter. Das sind die Tiere, die am Menschen, im Menschen, in seiner und an seiner Kleidung, in seinen Wohnungen und in seinen Siedlungen, und zwar ausschließlich dort und nicht außerhalb derer wohnen. Das wären sogenannte synanthrope Arten. Hier das Silberfischchen, ein typischer Küchenbewohner bei uns, als Beispiel gezeigt. Dann haben wir die Pendler und Touristen, die vielleicht wie einige von Ihnen auch in Berlin wohnen, ihrem Brot- oder Nahrungserwerb aber im Umfeld nachgehen, wie zum Beispiel die Störche. Oder solche, die im Umfeld wohnen und ihrem Brot- und Nahrungserwerb in Berlin, in der Stadt nachgehen, wie zum Beispiel die Möwen. Das wären also Pendler. Und dann haben wir noch Touristen, die auf dem Durchzug mal hin und wieder hier Rast machen, wie verschiedene Lerchen und Drosselarten. Dann haben wir die Umsiedler. Umsiedler sind solche Tiere, die normalerweise Biotope nutzen, die es im Umland nicht oder nicht mehr gibt. Auf unseren Agrarflächen finden Sie windblütige Getreidearten, die nektarsuchenden Insekten überhaupt nichts bieten. Aber unsere Kleingärten und Gärten sind für diese ein Eldorado. Oder wir haben in der Stadt viele felsbrütende Vogelarten. Nun, in ganz Brandenburg gibt es keinen Felsen, meine Damen und Herren. Aber in Berlin gibt es Felsen, massenhaft. Wir nennen diese Felsen als Menschen Türme, Kirchen oder Hochhäuser. Das ist den Vögeln völlig egal, für die sind das eben Felsen. Und schließlich haben wir die Aliens. Die Aliens oder wissenschaftlich gesagt Neozoen. Das sind eingeschleppte, wissentlich oder unwissentlich ausgesetzte Arten aus anderen geografischen Regionen, die bei uns auch leben und leben können, wie zum Beispiel hier der Halsbandsittich, den wir in Berlin noch nicht haben. Wir haben dafür die Mandarinenente, den Waschbär, den Marderhund und wie die Gesellen alle heißen. Warum ist nun die Tierwelt in einer Stadt so divers und so artenreich? Ich möchte Ihnen dazu vielleicht drei wesentliche Aspekte vorstellen. Das ist einmal die hohe Strukturvielfalt in solchen Städten. Schauen Sie sich die moderne Agrarlandschaft an, geprägt von wenigen großflächigen Monokulturen, völlig strukturarm. Die einzige Struktur sind die Reifenspuren der Trecker, die über die Felder fahren. Schauen Sie sich dann einen gleich großen Ausschnitt aus der Stadt an. Sie haben hier ein Mosaik von Biotopen vielerlei Art, die für viele, viele Tierarten spezielle Ansprüche befriedigen können. Sie haben eine hohe Dynamik dieser Biotope auch in der Zeit. Wo vorgestern ein Schloss war, war gestern eine Ruine, heute eine Rasenfläche, morgen eine Baustelle und übermorgen wieder eine Investruine. So ist die Dynamik. Und in diesem Mosaik finden viele Tiere ihre Ansprüche befriedigt. Und das ist eigentlich eines der großen Geheimnisse der Vielfalt. Vielfalt der Standorte, der Biotope und dann auch Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten. Das zweite Wichtige ist die Gunst des Klimas. Wir haben in der Stadt ein spezifisches Ökoklima, das wir als Stadtklima bezeichnen. Und ein Blick auf die Temperaturkarte Berlins zeigt Ihnen das. Wir haben vom Zentrum bis in die Peripherie oder nach Brandenburg hinein eine Temperaturdifferenz von 3 Grad Kelvin. Im Zentrum ist es 3 Grad wärmer als draußen im Jahresdurchschnitt. Das bedeutet, dass in dieser wärmeren Stadt
nicht nur Tiere mit dem breiten Temperaturtoleranzbereich, sondern auch Tiere mit Temperaturansprüchen im wärmeren Bereich leben können. Zusätzlich beginnt das Frühjahr dadurch eher und die Brutsaison und Fortpflanzungssaison für die Tiere ist verlängert. Wunderbar. Ein klassisches Beispiel, die Gottesanbeterin sollte ihre nördliche Verbreitungsgrenze in Deutschland am Kaiserstuhl in Rheinland haben. Wir finden aber ein Einsprengsel dieser Art auf dem Bahngelände in Berlin-Schöneberg. Wunderbar. Und die Ressourcen, meine Damen und Herren, das ist das Verrückteste. Ressourcen zu fressen gibt es in der Stadt genug. Zwei Beispiele wieder. Der Fuchs ist in der Stadt vom Jäger zum Sammler mutiert, meine Damen und Herren. Er frisst vorzugsweise Küchenabfälle, Katzenfutter und Fallobst. Also Dinge, die auf der Straße liegen in der Stadt. Oder der Wanderfalke. Schauen Sie sich den an. Seltene Tierart auf der roten Liste in Berlin, manchmal mit 7 Brutpaaren, manchmal mit weniger vorhanden. Der Wanderfalke ist ein Vogeljäger. Der schöpft mit großer Freude die Zuchtbestände der Taubenzüchter Berlins ab. Sie sehen, mehr als 50% seiner Beute sind Tauben. Und natürlich auch Möwen und Stare, die ihr Zugverhalten meist verloren haben, die Stare, und in der Stadt ganzjährig verfügbar sind. Also ausreichend Nahrung. Wo man gut zu fressen hat, geht es einem gut, und wo es einem gut geht, da lässt man sich nieder. Also bleiben diese Tiere in der Stadt, und wir beobachten vor allen Dingen unter Vögeln und Säugetieren ein Phänomen, das wir als Verstädterung bezeichnen. Verstädterung bedeutet, dass sich in der Stadt Populationen etablieren, die ohne Zufuhr von außen sich selbst reproduzieren können und im beschränkten Genaustausch mit dem Umland stehen. Es ist also quasi ein mikroevolutiver Prozess, Evolution sozusagen im Zeitraffer, was hier passiert. Und Sie sehen, das beste Beispiel ist die Amsel. Seit 1920 untersucht, der Verstädterungsprozess von England wieder ausgehend bis nach Osteuropa, heute bis nach Asien hinein. Diese Amsel als charakteristisches Beispiel und hier einige Eigenschaften, die solche verstädterten Populationen haben. Sie können in Ihren Garten gucken. Erhöhte Dichte, unglaublich hohe Populationsdichte dieser Tiere. Geringe Fluchtdistanz, sie sind fast zahm, die Biester. Sie sind Standvögel geworden, die gehen im Winter nicht mehr weg nach Afrika oder sonst wohin, die bleiben hier. Die Brutsaison ist verlängert, die Amseln brüten 3 bis 4 Mal bei uns in der Stadt und draußen nur einmal. Sie sind langlebiger, weil sie eben bessere Nahrungsbedingungen haben. Sie sterben im Winter ja auch nicht mehr, weil sie es warm haben und zu fressen da ist. Sie haben einen anderen Tagesrhythmus. Die Tage sind einfach länger, weil überall die Lampen brennen. Sie haben neue Nahrungsquellen, die Sie finden. Sie haben neue Nistgewohnheiten. Die nisten auch mal auf einer Fahrradgabel oder in einer Baggerschaufel. Das ist völlig egal. Das sind also so charakteristische Eigenschaften, die solche verstädterten Populationen haben. Ich zeige Ihnen wieder ein Beispiel, unser Fuchs. Der Fuchs in Berlin wird von einem Doktoranden in meiner Arbeitsgruppe untersucht und Sie sehen hier die Verbreitung des Rotfuchses in Berlin, das sind die roten Punkte. Im Wesentlichen sind das Totfunkte und erlegte Rotfüchse, die wir aus dem Landeslabor Berlin zur Untersuchung bekommen. Und Sie sehen, der Fuchs ist allgegenwärtig in Berlin. Schauen wir uns an, wie es mit den Stadt- und Landfüchsen aussieht. Genetische Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, ob es hier genetische Differenzen zwischen diesen Gruppen gibt. Aber was klar ist, es gibt eine ökologische Differenzierung zwischen beiden Gruppen. Wir haben die Mägen von Füchsen untersucht, und zwar im Stadtgebiet. Und Sie sehen, der größte Teil dieser Mägen ist ausschließlich mit anthropogener Nahrung, die ich schon genannt hatte, Küchenabfälle und dergleichen, gefüllt. Natürliche Nahrung ist nur in seltenen Fällen vorhanden. Ähnlich ist es im sogenannten suburbanen Gebiet, also 500 Meter vor und hinter der Stadtgrenze, da ist es noch ähnlich. Aber sobald Sie aufs platte Land nach Brandenburg rausgehen, sind die Mägen der Füchse fast ausschließlich mit natürlicher Nahrung, also mit Mäusen und solchem Zeugs gefüllt. Es ist also eine ganz klare ökologische Differenzierung festzustellen, und das ist der kurioseste Fund, ein Hamburger mit Verpackung im Magen eines Fuchses. Hatte keine Zeit zum Auswickeln. So, gehen wir nochmal auf die letzte Folie über, meine Damen und Herren. Unser Verhältnis zu Tieren ist etwas komplizierter, ist auch recht ambivalent und es schwankt eigentlich zwischen zwei Extremen, die ich hier aufgezeichnet habe.
auf einer Schwarz-Weiß-Skala gemalt, müsste ich sagen, zwischen Gut und Böse. Aber so einfach ist es nicht. Da haben wir auf einer Seite die Gutmenschen. Die lieben die Tiere, die füttern die Tiere überall, wo sie sie sehen. Und, das ist natürlich schön, aber es hat natürlich auch seine Nachteile. Dieses leidige Füttern kann zu ökologischen Schäden führen, zum Beispiel zum Umkippen von Gewässern, die ihre Qualität verlieren, oder zu ökonomischen Schäden, zu Wildschäden. Das ist übrigens ein Fußballplatz hier, von Wildschweinen bearbeitet. Auf der anderen Seite werden Tiere getötet, meine Damen und Herren. Im wunderschönen deutschen Behördendeutsch heißt das unter Schusswaffengebrauch dauerhaft vergrämt. Das ist zweifellos unter Umständen notwendig, meine Damen und Herren. Es hat sogar unter Umständen noch positive Nebeneffekte, die sehr schmackhaft sind. Zwischen diesen beiden Extremen also, Extreme sind immer obskur, meine Damen und Herren, für mich, für Sie vielleicht auch, Extremismus ist immer nichts Gutes. Vielleicht sollten wir uns deshalb mehr in der Mitte bewegen, auch das habe ich Ihnen gezeigt hier. Tiere beobachten sich an ihnen freuen, Verständnis, Wissen erzeugen. Zweifellos, Tiere unter bestimmten Notsituationen füttern, ist nicht abzulehnen. Und sicher ist es auch nicht abzulehnen, sozusagen ein vernünftiges Management zu betreiben, um Schäden von Menschen und anderen Tieren. Wir haben ja als Mensch das ökologische Gleichgewicht in so einer Stadt völlig gestört. Normale Regelkreise funktionieren oftmals nicht mehr. Man muss ganz einfach manchmal eingreifen. Also zwischen diesen beiden Extremen sollten wir uns bewegen. Ich glaube, meine Damen und Herren, dann haben wir viel Freude an den Tieren. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Danke.